Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. So, wir werden noch schnell weiterlesen. Dadababam. Hier und da und Kyres Tagebuch. Ich bin vor ein paar Wochen zusammen mit Ulfa aus Goliath geworfen worden. Angrim ist nicht entgangen, dass ich nebenher noch meine eigenen Geschäfte abgewickelt habe. Tja, erst ist man sein bester Mann, dann nur noch eine Nummer auf der Abschussliste. Ulfa ist zwar ein alter Sack, aber er hat Lebenserfahrung. Vielleicht wird es hier draußen ja nicht so schlecht, wie ich dachte. Jede Nacht raschelt es draußen. Oder man hört ein Knurren. Ich werde ja noch wahnsinnig. Habe Feuer gemacht. Ulfa war unzufrieden. Mir scheißegal. Außer seinen Lebensweisheiten kann er hier draußen sowieso nichts Wertvolles beitragen. Der Typ geht mir immer mehr auf den Sack. Wenn er den Mund aufmacht, kommt nur Mist dabei herum. Ich schneide ihm die Zunge ab, dann ist Ruhe. Alter Schwede, ja, die haben sich, glaube ich, gegenseitig umgebracht. Ja. So muss das dann ausgegangen sein bei den zwei Deppen. Gibt es ein Bettchen hier, das wir verwenden dürften? Entschuldigung, Kaya. Dürfen wir das hier verwenden? Warum nicht? Verstehe ich nicht so ganz. Naja, dann halt nicht. Gut, wir speichern noch einmal ganz schnell. Ja, bitte. Und, ja, machen uns weiter auf den Weg. In Richtung gelber Pfeil. Wir werden jetzt ein bisschen schwimmen müssen. Ah, da oben ist vielleicht noch was. Momentele, ganz kurz. Ah ja, schau, eine Truhe. Die ist ja total einfach, so riesengroß und kann nichts. Ja, auch nicht schlecht. Zu einfach. Ja, das kannst laut sagen. Und drinnen ist Jägerhelm, Trockenfleisch, Metallschrott und kleiner blauer Stein. Wir nehmen alles mit. Katsching. Gut. Dann wird es wohl Zeit für uns, dass wir schwimmen. Ein Stück zumindest. Ich möchte noch schnell da drüben diese Blume holen. Ein Seelenkraut. Und eine kleine Heilpflanze. Da drüben sehe ich noch eine Heilpflanze, die holen wir uns auch noch fix. Und dann werden wir speichern und schauen, ob wir darüber schwimmen können, weil da drüben ist unser Questziel. Au. Au. Das machst du nicht ungestraft. Ja, das würde ich auch sagen. Sauviechelendiges. Hoffentlich gibt es hier keine Haifische. Das wäre ungut. So. Wir speichern noch einmal. Da drüben können wir den Kritter vielleicht auch noch töten. Es ist eh wurscht. Machen wir es einfach. Aber ich wollte eigentlich elegant auf dem Stein landen und dann drüber hüpfen, aber das ist mir zu ganz gelungen. Passt. Das ist ein bisschen laut. Gut, wir versuchen jetzt mal zu schwimmen. Ich finde das so cool eigentlich. Ich meine, es haben sich schon, also vor allem Game 2 und so, beschwert, dass die Geräusche nicht modern genug sind. Ne? Aber wenn man genau hinhört, diese Schwimmgeräusche, die stammen noch von Gothic. Wenn man ganz genau hinhört. Ich glaube, vielleicht haben sie sogar... Ich meine, vielleicht haben sie es absichtlich gemacht. Einfach ein bisschen für Nostalgiezwecke. Ui, ich sehe einen Teleporter. Wie cool ist denn das? Ein Teleporter nur für uns. Ach, wie fein, ach, wie schön. Oh, da lebt jemand. Ja, da lebt einiges. Auch an Getier. Zuerst machen wir mal den Teleporter. Berserkerinsel. Ich glaube, ich spinne. Wie cool ist denn das? Servus. Nachtschatten. Tschüssi. Wenn du denkst, die haben uns früher umgebracht. Feuerkraut. Nice. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Berserkerinsel. Auch sehr interessant. Hier sind wir auf der Berserkerinsel. Da müssten das ja Freunde sein. So.
Da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... Es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort. Ich war früher sehr oft hier. Dieser Weg. Der Strand. Die Hütten. Aber das ist... Es muss sehr lange her gewesen sein. Ich war noch ein Kind. Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Es war in einer verregneten Nacht. Sie kamen aus dem Norden. Mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik, sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Bande. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen Kallax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Vadek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kallax und ich sind Kinder von Edan. Ah. Aber das würde ja bedeuten, dass... Der alte Mann wird einiges erklären müssen. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Es wäre echt ein bisschen... Es wäre schön eigentlich, wenn wir dann mit unserer Freundin hier leben würden, ne? Wo seine Kindheit war. Kata, wie geht's? Ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen. Und was die Nahrung angeht... Naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Dieser Platz bietet genug Schutz, sodass du die nächsten Tage am Leben bleibst. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Boah, danke. Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Sagen wir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Falsch, ich wurde nicht verbannt. Ich bin frei und gehe, wohin ich will. Ich glaube, das obere? Falsch, ich wurde nicht verbannt. Nicht? Aber warum bist du dann hier? Selbst der Tod schiebt dich hier nur auf die lange Bank, aber vergiss dich nicht. Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Danke. Wenn du unzufrieden bist, ändere was dran. Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil. Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Tötet den Richter, das sollte reichen, Boah. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Ja. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Das Urteil eines Warlords ist niemals falsch. Man kann sich dem nicht entziehen, vertrau mir. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Mir sind hier die Hände gebunden. Pack deine Sachen, ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst, jo? Pack deine Sachen, ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Du willst mir also helfen? Natürlich. Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Reden hilft uns da nicht weiter. Gewalt ist eine Sprache, die jeder versteht. Nein. Dann denk nach. Dann denk nach. Das tue ich schon. Nicht so ungeduldig. Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Wer soll das sein? Was ist mit Alric? Ja? Was ist mit Alric? Er scheint deine Bedingungen zu erfüllen. Du kennst ihn. Er wäre wirklich eine gute Wahl. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Gut.
Da haben wir nur einen Verbanden ohne Namen. Da, 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 da. Hey, wir dürfen das mitnehmen. Zählt nicht als Diebstahl. Wein, wie gut. Wir brauchen viel Wein. Truhen machen wir auch gleich auf. So. Zu einfach. Ja. Klopapier und Zigaretten wieder mal. Mächtiger Heiltrank. Sehr, sehr gut. Guter Becher. Heiltränkchen. Krug. Mana-Trank. Großer Heiltrank. Boah, Plasmazellen. Elex. Ja, und ein Bettchen. Ich glaube, wir ruhen uns mal kurz aus bis zum nächsten Morgenpen. Dann ist das Mana auch gleich voll. So, ist fein. So. Eigentlich ganz nett hier. Ja, finde ich auch. Könnte man sich hier niederlassen. Und dann eine große Heilpflanze. Und dann schauen wir uns hier oben mal um. Noch eine Heilpflanze. Ja, es ist schon ein schönes Fleckchen Erde, muss man echt sagen. Ui. Zack. Ein Kreischerlein. So. Noch ein Kreischerlein. Passt. So. Und so. Und eine Blume. Und ein Heiltranki. Sehr, sehr gut. Wie war das jetzt denn mit der Brücke da drüben? Eigentlich wollte ich mich hier nur ein bisschen umschauen. Ah, hier ist eine Brücke. Hallo? Ist auch nur ein normaler Verbander. Da, 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 da. Was haben wir hier? Einen Besen, Wein. War da noch was? Noch ein Besen. Hatte ich den nicht schon genommen? Mana-Trank, Krug, Wein, Heiltrank. Da hinten ist noch was. Wein können wir gar nicht genug haben. Energiespeicher, Mana. Anleitung. Dauerhafter Mana-Trank erhalten. Ich glaube, ich spinne. Wie cool ist denn das? Das ist jetzt richtig cool. Fällt das jetzt unter dem hier? Na, zum Herstellen, ne? Hier Zettel. Anleitung. Dauerhafter Mana-Trank. Verkehrt. Aufzeichnungen. Das müsste schon hier dabei sein, oder? Mana-Trank, ja, ja. Großer. Dauerhaft. Damit kann man einen Trank herstellen, der dauerhaft die magische Energie erhöht. Kronstöckel, ja. Dieses Kronstöckel, also... Ich finde das so cool, wirklich wahr. Ich finde das so cool, dass sie das beibehalten haben, Kronstöckel. Ein Relikt aus der Gothic-Zeit. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Gab es Kronstöckel auch bei Risen? Ich habe es vergessen. Wir haben aber bisher nur einen einzigen Kronstöckel gefunden gehabt. Ne? Den habe ich verwendet, um mehr Lebensenergie zu haben. Ich glaube, verschwendet ist er nicht gewesen. Aber ich habe halt die leise Hoffnung, dass wir halt vielleicht hier auch nochmal einen finden. Ich habe ehrlich gesagt auch in meiner Schande vergessen, wo wir Kronstöckel überhaupt herbekommen haben. Ob das an einem bestimmten Ort war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Sehr peinlich. Mutantenkraut. Ich werde noch hier schnell rüber die zwei hier kaputt machen. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen Folie drauf, ne? Ob wir der Dame helfen können. So. So.
So, meine Nase juckt. Ich war jetzt die letzten Tage etwas erkältet. Nur ganz leicht, aber die Nase ist noch immer nicht ganz fit. So. Ich habe halt immer das Gefühl, etwas zu übersehen. Das ist halt wirklich doof. Na, da ist sonst nichts mehr. Gut, dann falsche Taste. Hoppala. Wärmer, würde ich sagen. Nanu? Ja. Zu Unrecht verbannt. Sprich mit Alrich. Genau, das möchten wir gerne machen. Dazu könnten wir uns zum Eingang gleich porten, glaube ich. Das geht am schnellsten. Hoffe ich. Ich glaube schon. Und dann schauen wir mal, ob wir da guten helfen können. So. Tap, tap, tap. So. Servus. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Ich glaube, das war schon hier und dann da noch ein Stück nach oben. Das war dieser schlitzohrige Händler, glaube ich, ne? So. Es lädt gerade wieder ein bisschen. So, wo ist er denn? Wie auch da immer. Da ist er. Hallo. Kata braucht deine Hilfe. Kata braucht deine Hilfe. Kata? Ich kenne keine Kata. Aber sie kennt dich. Spar dir also das Versteckspiel. Schon gut, schon gut. Ich bin nur vorsichtig. Es kann gefährlich sein, sich mit den falschen Leuten einzulassen. Was du nicht sagst. Sie sagt, sie ist unschuldig. Ich dachte, ihr seid befreundet. Unschuldig. Sie sagt, sie ist unschuldig. Sagt das nicht jeder, der erwischt wurde? Also ist sie schuldig? Ach, was weiß denn ich? Sie sitzt in der Klemme, so viel ist sicher. Also hilfst du ihr jetzt oder nicht? Akzeptierst du ein Nein? Nein. Warum frage ich überhaupt? Na schön, ich mach's. Ist ja nicht so, dass ich keinen Plan hätte. Einen Moment. Ich musste mich gerade schneuzen. Wie sieht dein Plan aus, um Kata zu helfen? Wie sieht dein Plan aus, um Kata zu helfen? Also, pass auf. Man sagt ihr nach, sie hätte gestohlen, richtig? Richtig. Und was denkst du passiert, wenn auf einmal die Diebesserie fortgeführt wird? Dann wäre das der Beweis, dass die Anschuldigungen falsch waren. Gut kombiniert. Und genau da kommst du ins Spiel. Na toll, das heißt, mir soll was stehlen. Halt mich aus der Sache raus. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Du musst den Beweis erbringen. Das bedeutet... Du wirst dich auf Beutezug begeben und etwas zurücklassen, das unseren Sündenbock überführen wird. Und wer soll das sein? Das liegt doch auf der Hand. Der Kerl, der Kata damals angeschwärzt hat. Drog. Er ist einer der Berserker, die beim Tor Wache halten. Ah, ja, um den ist es schade. Um den ist nicht schade. Und weiter. Was soll ich stehlen, ja? Was soll ich stehlen? Muss ich denn die ganze Gedankenarbeit alleine leisten? Such die Hütten von Sindar und Born auf. Dort siehst du dich dann nach ihren Truhen um. Die sind sicher gut verschlossen, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wenn du sie geöffnet hast, entwendest du die Wertgegenstände und legst eine Kralle rein. Das Diebesgut legst du dann zusammen mit einer weiteren Kralle in Drogs Truhe ab. Warum eine Kralle? Darum eben. Es ist das Zeichen einer berüchtigten... Ja, sag mal, jetzt lenkst du mich schon von meinem Plan ab. Also, nimm diese Krallen. Eine für Sindars Truhe, eine für Borns Truhe und eine für Drogs Truhe. Dein Plan ist zu kompliziert, aber na. Wie öffne ich die Truhen von Sindar und Born? Wie öffne ich die Truhen von Sindar und Born? Vereis die Schlösser und dann bringst du sie mit etwas heißem Wasser zum Bersten. Geht das auch einfacher? Ich sehe schon, du reitest mich immer tiefer rein. Hier, nimm diesen Schlüsselbund. Die passenden Schlüssel müssten dabei sein. Danke. Woher hast du die Schlüssel? Die Frage ist nicht woher, sondern warum. Und die Antwort ist, weil es praktisch ist. Und bevor du mich verdächtigst, mit der Sache von Kata habe ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Bring mir etwas bei, ich will handeln. Danke. So, ich muss dann los. Ach, so, was? Ich muss dann los, schön. Ach so.
Das heißt, es wäre jetzt sehr praktisch, vorher schlafen zu gehen. Und wir müssen die Mission auswählen. Unfug. Ach, jetzt hör mal, die schimpfen da immer, das ist fürchterlich. Überzeugungsarbeit. So. Also. Cinder. Und Born. Okay, die Cinder ist natürlich gleich in der Nähe. Halt. Boah, das war jetzt irgendwie ungewollt, aber cool. So. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass es jetzt Nacht wird. Boah. Am besten Mitternacht oder so. Schauen wir mal, ob es hier ein Bettchen gibt. Hallo. Ich brauche mal kurz, jawohl, euer Bett. Bis Mitternacht schlafen. So, dann versuchen wir unser Glück. Da steht nichts von Diebstahl. Ich bin gerade voll überrascht. Hallo. Wie ich jedes Mal vergesse. Genau. Wie das mit dem Schleichen ging, ne? Egal. Passt schon. Wir haben es wieder rausgefunden. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, ja. Wir speichern auf jeden Fall. Ja. Bevor wir das angehen. Und dann sind da, ne? Hier rein müsste passen, oder? So. Wir sind schon ein bisschen laut, oder? La 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 la. Ich nehme einfach alles mit. Es ist nicht so, dass wir das gar nicht brauchen könnten, ne? Wein sowieso. Alter. So. Die gute Cinder ist arm wie eine Kirchenmaus. Die Geräusche, die er beim Schleichen macht, sind auch nicht feierlich. Ui, Schlangenbiss haben wir bekommen. Eine Anleitung, kleiner Heiltrank erhalten, das ist auch gut. Jetzt probieren wir mal, ob wir die Truhe noch kriegen können. Schlangenbiss. Cool. Es ist zufällig der gleiche Name, den ich in World of Warcraft bei meinem Bogen habe. Voll cool. So, gut erhaltene Konservendose, kleiner Mana-Trank und sind das Wertsachen. Und eine Klaue gehört hinein. Schlangenbiss ist auch cool. Können wir den führen? Uns fehlt Geschicklichkeit. Nahkampfwaffe. Einhandwaffe, Schlangenbiss. Ui, das wäre halt schon cool. Der wäre mächtig. Vielleicht kriegen wir noch die Geschicklichkeit hin in dem Spiel. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich einen Jägerhelm haben wir auch bekommen. Den können wir irgendwann mal verkaufen. Also. Wo ist denn diese Kralle? Scroll, scroll, scroll. Mandiblen. Das brauchen wir nicht. Gefälschte ID-Karte, Durex K-Card, Alrix Schlüsselbund. Habe ich es überblättert? Sind das Wertsachen? Schatulle. Alte Sprachaufnahme 1 und
da die Aufzeichnungen. Geheime Mitteilung. Alter, da gibt's Sachen, ne? Mächtiger Heiltrank, Anleitung. Jawohl. Das brauchen wir auch nicht. Ich hab's überblättert, ne? Schlau wie ich bin. Kralle. Zettel. Na, wo ist es denn? Wir haben zu viel gelumpert. Tagebuch. Ratskralle. Ist das jetzt die gleiche Kralle, die wir hier haben? Ist das, wurde das gesteckt oder brauchen wir da jetzt eine bestimmte Kralle? Weil es sich um einen Questgegenstand handelt. Müsste das passen, ne? Eine normale Kralle. Dann hier. Nur eine bitte. Okay. Passt das so? Sie ist arglos. Wir könnten das speichern. Ja, bitte. Und Taschendiebstahl probieren. Zu einfach. Aufmerksam ist sie schon. Zu einfach. Zu einfach. Wachsam. Zu einfach. Sehr gut. Komplett ausgeraubt. Die Arme sind da. Also das Schleichen ist echt ein bisschen laut. So, passt. Next one. Ich glaube da drüben, ne? Da drüben wohnt Born. Bei den Setzern. Hallo, begrüße. Hallo, begrüße. Servus, Christi. Setzerbrot. Wo war jetzt eins? Egal. So. Öllampe. So, kurz speichern. Weil das eigentlich bis jetzt gut lief. Ich hoffe, das mit der Kralle stimmt. Ich habe jetzt nicht irgendwie den Questgegenstand gefunden. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. So. Rezept Drüsensuppe. Sehr, sehr gut. Wein. Da kriegt man so viel Wein, Gott sei Dank. Und hier die nächste Truhe. Elix-Trank, Goldbrocken und Borns Wertsachen. Nehmen wir alles mit. Und wir tun die Kralle wieder rein. So. Brause, Wein. Wie viel Wein haben wir schon? 14? Oh, wie cool. Da kann man viele Tränke machen. Flügel, Fell, Drüse. Da, eine Kralle. Da. Okay. Das müsste es gewesen sein. Dann müssen wir nur noch die Truhe von dem einen Deppen finden. So. Schauen wir noch kurz. Ui. Da können wir vielleicht noch was stibitzen. Zu einfach. Zu einfach. Wow, das ging echt super. Leitfaden erhalten. Okay. Was ist ein Leitfaden? Ich meine, eine Anleitung eigentlich. Ein anderes Wort dafür, glaube ich, ne? Für Leitfaden. Anleitung?
kleiner Heiltrank. Ist das sowas hier für Leitfaden? Da. Leitfaden. Eine Liste mit Hinweisen zur Aufzucht von Setzlingen. Über die Pflege der Setzlinge. Elex ist von den Setzlingen fernzuhalten und zur Umwandlung am Schrein abzugeben. Jeder Setzling wird in gleicher Menge kontinuierlich mit Mana gespeist. Alle Setzlinge sind mit gleicher Sorgfalt zu pflegen. Nur die kräftigsten Kandidaten sind für die Umpflanzung und das Terraforming geeignet. Gedeiht ein Setzling zu einem Kandidaten für ein Weltenherz, ist umgehend Auskunft zu erteilen. C. Kaldrim wahrscheinlich. Mit diesen Leitfaden hier erdacht haben. So. Da haben wir sonst nichts mehr. Komposttonne. Womit denn? Okay. Womit denn? Ja, das frage ich mich gerade auch. Warum denn? Gut, wir müssen uns beeilen. Mitternacht ist gleich vorbei. Sind wir noch zu dem Deppen darüber. Und in seiner Truhe alles reingeben, was wir jetzt gesammelt haben an Wertsachen. Bloß eine Klaue war das, ne? So. Und alle, hopp. So. Hoffentlich geht sich das noch aus. Wir müssen auf jeden Fall speichern. So, und dann ist der Part auch wieder vorbei. Mit extremer Überlänge. So. So. Was machst du da? Oh. Nix. Hallo. Nix. Gehst du bitte weiter? So ein Arsch. Der setzt sich dahin, ne? Gute Gabel. Was soll das denn werden? Da steht nicht, dass es ein Verbrechen ist. Nehm Kralle. Alter. Okay, hoffentlich hört er uns nicht. Wir müssen jetzt reingeben. So, hoffentlich klappt das. Da war jetzt ebenfalls eine Klaue zum Reingeben, ne? Gehen wir einfach eine rein. Wird schon passen. Lese ich nochmal die Quest durch, für den Fall, dass ich was falsch gemacht habe. Also, die Wertsachen natürlich und ebenfalls eine Klaue, glaube ich. Okay. Dann. Schlüsselbund. Das sind alles nur Zettel. Fotos, die Wertsachen einmal, Wertsachen zweimal. So, das müsste passen. So, haben wir die Quest jetzt geschafft? Soweit. Quest. Blablabla, ohne guten Grund rück, blablabla, um die Truhe zu öffnen, gib mir seinen Schlüssel, blablabla, okay. Ich hoffe, das passt so. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell die Quest ab. Ihr seht gleich da oben. Und dann haben wir wieder super tolle Überlänge, plus die Quest auch abgeschlossen. Dann können wir im nächsten Part was Neues angehen. So. La 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 la. Hallo, wo ist er denn? Da drinnen? Schlafen wahrscheinlich noch. Vielleicht können wir ihn auch noch mit ausrauben. Oh, das wollte ich gerade nicht. Gut, wir schleichen noch, das ist super. Besser nicht. Wachsam, okay.
Exit. Zu einfach. Zu einfach. Und Klo. Zu einfach. Nehmen wir mit. Die gute Kaya ist bei uns. Krug. Nehmen wir alles mit. Da haben wir, glaube ich, einen Besen. Noch einen Krug. Wein gibt es keinen. Oh, schade. Sehr, sehr schade. Aber vielleicht können wir trotzdem schnell speichern. Und dann probieren wir auch nicht noch. Auch nicht, genau. Probieren wir auch noch Alrik auszurauben. Warum? Weil wir es können. Ups. Du mieser Dieb! Was? Ich war das nicht. Okay, das funktioniert nicht, weil wir zu schlecht sind. Dann laden wir das noch kurz schnell. Und dann legen wir uns hin, glaube ich, in das Bettchen da drüben. Bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen, ne? Also hier. Bis zum nächsten Morgen pennen. Dann müssten eh schon alle wach sein. Und dann gehen wir die Quest ab. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann beenden wir den Part. Alrik, warte mal. Hallo. Der Plan ist kompliziert, nein. Ich habe das Zeug in Dragos Truhe verstaut. Ich habe das Zeug in Drogs Truhe verstaut. Drog, so. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja. Ausgezeichnet. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Gut. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drog ein Dieb ist und Katta zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Jawohl. 3 Stunden später. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Katta wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drog? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Gut, danke für deine Hilfe. Wer nimmt nun Drogs Posten am Tor ein? Ja. Ja. Wer nimmt nun Drogs Posten am Tor ein? Na rate mal, wer ist denn bald wieder zurück? Katta wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. Das wäre schön. Na dann. Schauen wir noch einmal zum Tor runter. Ob sie vielleicht schon da ist, die Gute. Das wäre schön. Und dann holen wir uns noch eine Belohnung. Und dann werden wir den Part beenden. Dann haben wir die Quest nämlich komplett abgeschlossen. Hüp. Soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, ja. Hallo Katta. Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alrics Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drog aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Was hat's... Das hat was mit diesem... Hat das was mit diesem Baxter zu tun? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben jetzt Rotzkralle und Katterskralle. Das wird uns, glaube ich... Das wird später, glaube ich, noch sehr interessant. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Geschäfte? Klingt eher so, als ob du vor... Als hast du vor, den neuen Ärger einzuhandeln. Geschäfte? Klingt eher so, als hast du vor, den neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey, eine Frau weiß zu haushalten. Ja, na klar. Halt die Ohren steif. Jawohl, wollte ich nur noch klären, ob noch was gibt. Fein, dann hätten wir das erledigt. Na gut, ihr Lieben, dann war's das für heute. Und auch für diese Aufnahmesession. Sie war zwar recht kurz, aber dafür haben wir doch ein bisschen was geschafft. Ihr Lieben,
Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und unser lieber Jax und Kaya wünschen euch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.